So, also ich habe gerade das Video beendet. Es ist jetzt, also heutige Datum ist der 15.04.2020 und es ist jetzt 10:03 Uhr und das hier ist die Staphylococcus aureus, die ich vorhin noch nicht da war. Ist wahrscheinlich erst aufgewacht. Und das auch hier ist Staphylococcus aureus letzte Nacht rangeknirscht. Da sieht man auch schon, vielleicht schon so Schwarze da. Yep, da ist einer. Ach, Gosh. Okay, dann tue ich das mal da schnell raus. Wo bist du jetzt hier? Funktioniert nicht mehr. Gut, Pinzette ist okay. Die sind so empfindlich, diese Pinzetten, die Schnauzen vorne. Na komm, wo bist du? Na. Bin zu nah oder was ist los? Komm mal, ja, ich bin zu nah. Die manchmal rauszubekommen, weil die Pizette es nicht schafft, das zu fassen. Das hat geschafft, ja. Da muss ich manchmal auch Gewebe mit rausreißen. Das tut aber nicht weh. Ja, diese Viecher tun mir Damage. Und da sieht man auch die Löcher, die roten Löcher, wo sie sich hindurch gebohrt haben oder hineingebohrt haben, um zu füttern. An uns, an mich zu füttern. Was ist das? Ich glaube, Frühstück ist fertig. Was ist das hier? Ich dachte, das wäre was Verdächtiges. So. So kann man es auch entfernen. Da drinnen befinden sich ja meistens auch viele. Mal bei uns. Na komm, die Pinzette muss ich suchen, da ist sie. Weil ich schaue das ja über den Monitor-Display, den LCD-Display.
Ich sehe nicht, was da hinten passiert. Das ist, die Linse ist zu groß, diese Telezoom-Linse ist zu groß, das kann ich nicht sehen. So, dieses Display ist das Beste, was es gibt. Oder man müsste es am Fernseher anschließen. Da sieht man es noch größer. Genau. Ich habe da schon 53 Abonnenten, aber offiziell, so halt die, wo sichtbar sind, da habe ich, da sehe ich bloß vielleicht 13 oder 18 von denen und die restlichen sind unsichtbar. Das ist okay. Wäre schön, wenn es mehrere gäbe. Aber ich denke mal, viele Leute verlinken bestimmt auch diese Videos. Und das lasse ich auch so, weil ich verlinke sie auch manchmal. Aus, ja, so finden die Leute das. Hier ist ein bisschen so ein Kruste und da muss man dann eventuell tiefer gehen, um sie rauszuhören. Wenn es dann zu sehr juckt, dann tue ich das halt richtig rausbeißen, das Zeug, damit es aufhört. Das hier ist nur zu zeigen, auch mit der Kamera, also wie die Dinge aussehen und was man da machen müsste, um sie rauszuholen. Sicherlich, den ganzen Körper muss man halt sozusagen vergiften, in dieser Hinsicht, damit diese Viecher keine Nahrung mehr finden. Hier scheinen Pilze zu sein, oder? Ja, ich habe auch schon zugesehen, wie die Biofilm kreieren, indem sie sich schützen. Und Morgellons haben ja auch, ne, Staphylococcus aureus. Die haben ja auch so einen Biofilm. Deswegen kann man sie nicht töten oder vernichten. Ja, die schützen sich genauso wie die Morgellons. Na komm. So ein ganzes Nest hier. Und die Größe ist ja ganz minimal, ne? Unter 1 cm im Durchmesser. Kann auch 5 mm sein. Die Dermatologen müssten sich halt so viel Zeit nehmen, aber die haben ja keine Zeit. Das ist alles nur noch Massenabfertigungen. Na komm.
dass immer wieder Fanlage voll ist. Voll mit dem Zeug. Da ist ja noch was. Ich muss ihn hochstrecken, die Pinzette, dass ich da ankomme, weil das ist weit hinten. So.